Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute mit Manuel Antrag zugeschaltet per Videokonferenz. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich finde auch das schön, dass ich hier bin, aber ich finde es schön, dass ich hier teilnehmen darf. Prima, wir sprechen über das Thema Lampenfieber, weil wir denken, viele Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt das gerade als Berufseinsteiger schon sehr. Genau, und Manuel Antrag ist, glaube ich, mit diesem Thema vielleicht persönlich, aber auch, weil er andere Künstlerinnen und Künstler wahrgenommen hat, schon oft ins Gespräch gekommen. Manuel Antrag, haben Sie Lampenfieber? Klar. Also das mal vorwegzuschicken, bevor ich erzähle, wo ich in meinem Leben schon Lampenfieber hatte, bei welchen Gelegenheiten. Lampenfieber ist gut. Lampenfieber ist nichts, was man verhindern sollte. Lampenfieber ist nichts, vor dem man irgendwie panische Angst haben sollte. Also weiß ich nicht, morgen ist das und das, die Lehrprobe oder sonst was. Und ich kann die ganze Nacht vorher nicht schlafen, weil ich werde irgendwie mir in die Hose machen, wenn ich da vor der Schule sitze. Und da sitzen dann irgendwie mit diesen miesen Gesichtern, ja, die ganzen Fachleiter und Seminarleiter und weiß ich nicht was und die Prüfung abnehmen. Also meine Erfahrung ist, ich habe also einige hundert Harald-Schmidt-Shows als Sidekick gemacht, immer wieder Vorträge, Lesungen, wo man dann ja eben auch quasi alleine vor Publikum da ist. Es ist keiner, der sagen kann, mach mal Pause, sondern man muss da halt einfach durch. Und meine Erfahrung ist, richtig schlecht wurde es, wenn ich keinen Lampenfieber hatte. Ja, also so ein gewisses Lampenfieber gehört dazu, weil sonst ist man zu läppsch, sonst ist die Anspannung weg. Ne? Also oft dachte ich dann, ah super, du gehst da raus und mein Gott, was soll? Und dann merkt man dann eben da draus, ah, ohne diese Anspannung, ist direkt von Anfang an die Luft raus und dann muss man irgendwie da künstlich wieder Spannung in sich, in den Körper, in den Geist bringen. Und da ist es schon besser, wenn man im Prinzip so ein bisschen hochfährt, bisschen Lampenfieber hat und dann eben auch die volle Leistung bringen kann. Und also gerade bei Harald Schmidt war das so eine Entwicklung, dass das hat man mir dann auch angesehen, wenn man das dann später sich nochmal angeguckt hat, diese Folgen. Am Anfang bei den ersten Auftritten war ich wahnsinnig nervös, das kam auch rüber, die Stimme war so ein bisschen brüchig, ja. Und dann kam natürlich so diese Normalität dazu. Ich meine, das ist ja auch bei Lehrern in der Ausbildung, am Anfang ist das was unglaublich Neues und Aufregendes, vor der Klasse zu stehen und irgendwann sagt man, ach, ich mache das jetzt schon 30 Jahre und kein Problem. Ne? Und man muss es halt einfach üben und dafür ist ja nun mal das Referendariat da, ne? Ist immer wieder in Situationen gestellt zu werden, wo man das übt, auch mit dem Lampenfieber zurechtzukommen. Mhm. Lampenfieber positiv betrachten ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Rat, aber was tut man denn oder was ist vielleicht Ihr Mittel, um das Lampenfieber nicht überhand gewinnen zu lassen? Weil eine gewisse Dosis passt ja, aber wenn es dann so stark wird, dass man vielleicht Brechreiz, keine Ahnung was entwickelt, da ist es ja zu viel. Also gibt es da einen Tipp? Ja, also meine Mutter würde jetzt sagen, homöopathische Kügelchen nehmen. Das halte ich für totalen Quatsch. Nein, also das einzige Mittel meiner Meinung nach ist Vorbereitung. Ja? Mhm. Wenn ich, also es gibt den berühmten Spruch von Frank Elstner, früher irgendwie sehr, sehr viel beschäftigter Moderator, der hat mal gesagt, wenn man etwas aus dem Ärmel schütteln will, ja, dann muss man vorher etwas reinstecken. Ne? Und ich glaube, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man sagt, also ich habe mein Optimum gegeben, die Stunde ist top vorbereitet, ja, die Stunde ist auch so top vorbereitet, also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, im engeren Familienkreis gibt es eine Lehrerin und die stresst sich immer so mit der Vorbereitung, dass sie es quasi frühestens am Abend vorher macht, vor der Stunde, am liebsten aber am Morgen selber. So mit 3 Uhr aufstehen und dann die Stunden vorbereiten. Davon würde ich abraten. Also das ist auch, wenn ich meine Vorträge habe, das ist mindestens eine Woche vorher alles vorbereitet. Das ist ja auch kein Zauberwerk. Man weiß ja, wo diese Stunde dann hin soll, zum Beispiel bei einer Lehrprobe. Und dann sollte man es jetzt auch nicht zu sehr übertreiben. Also sich so ein Drehbuch dafür zu schreiben, das geht oft in die Hose, weil man muss ja natürlich auch noch die Schüler irgendwie einbeziehen oder vielleicht auch mal eine Antwort, die nicht kommt oder ein Zwischenziel, was irgendwie länger dauert, um das zu erreichen.
Da muss man schon natürlich ein bisschen flexibel sein, aber im Prinzip sollte schon anhand von Stichwörtern, anhand von Zwischenergebnissen, die dann irgendwie in den 45 Minuten erzielt werden sollen, sollte doch schon so ein grober Plan im Hinterkopf sein und fertig vorbereitet sein. Und vielleicht hat man sich auch so ein paar Stichwortnotizen gemacht und das ist dann auch überhaupt nicht schlimm, da nochmal drauf zurückzugreifen. Und wenn man das weiß, die Basis ist da, was soll denn dann noch passieren? Ja, dann kann man da irgendwie auch lockerer rangehen und genau sich auf einem vernünftigen Lampenfieberpegel einpegeln. Ne? Also über 40 Grad sollte das Lampenfieber nicht gehen. Betrachten wir jetzt vielleicht mal die andere Seite und schauen wir vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer, die am Ende ihrer beruflichen Laufbahn sind, die gar nicht mehr aufgeregt sind. Und Sie haben ja, glaube ich, ganz richtig gesagt, Lampenfieber braucht man ein Stück weit, um halt Leistung zu bringen. Wie ist es denn, und ich glaube, dass in dieser Situation waren Sie ja dann auch im Fernsehen oder sind Sie heute, das Lampenfieber ist nicht mehr so groß. Gibt es denn Techniken, um diesen gewissen Pegel tatsächlich zu erzeugen? Ja gut, das sind so klassische Wege aus der Routine. Ne? Also ich meine, natürlich habe ich dann für eine gewisse Altersstufe, für ein gewisses Thema im Lehrplan mir über die Jahre da ein Fundus zurechtgelegt. Und ja, um da vielleicht noch ein bisschen die Spannung auch die zu erhöhen und auch irgendwie bei einem selber nicht Langeweile aufkommen zu lassen, wäre halt vielleicht mal eine Idee, was völlig anderes zu machen. Also nicht nur irgendwie, die Inhalte sind natürlich mehr oder weniger vom Lehrplan festgelegt, aber irgendwie eine Unterrichtsmethode zu wählen, die man so in der Form noch nie gemacht hat. Oder einen Einstieg zu wählen, den man so noch nie gemacht hat, vielleicht auch mit einem unbekannten Medium, mit dem Smartphone und so. Ihr dürft jetzt mal ausnahmsweise auch Smartphones benutzen und da irgendwie mit einsteigen. Weiß ich, da seid ihr ja viel, viel kreativer, was diese unterschiedlichen Methoden angeht. Ich war übrigens mal in einer Serie mit Heide Simonis, die Promi-Pauker. Mhm. Haben Sie die gesehen oder was? Nein. Ich habe es eben auf jeden Fall gelesen, ja. Also ja, das war sehr, sehr spannend. Das war auch eine Realschule und da war ich eine Woche lang Deutschlehrer und da hatte ich mal Lampenfieber, obwohl ich mich da echt hammermäßig vorbereitet habe, ja. Da waren Sie aufgeregter als in Ihren Harald-Schmidt-Sendungen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das hatte nichts damit zu tun, dass da jetzt Kameras waren, das war mir echt egal. Aber natürlich, die Situation war absolut ungewohnt und ich hatte ja eben noch nicht mal ein Mini-Referendariat. Also es war wirklich so, bereite ich mal ein bisschen vor, ein kurzes Gespräch mit dem Lehrer, was ist denn, welcher Stoff ist zu vermitteln und dann back, raus auf die Meute. Ne? Und das war schon hart und da habe ich dann auch, da habe ich dann in der Tat so viel am Schreibtisch gesessen, gerade nach meinem ersten Auftritt ja, in der Schule. Die restlichen Stunden waren, glaube ich, relativ gut für so einen Laien- und Neueinsteiger. Aber Chapeau, ich ziehe den Hut vor allen, die das Tag für Tag, fünfmal die Woche machen, ein Leben lang. Also das ist schon ein harter Job. Ein harter Job, der Spaß macht? Glaub, absolut. Man kriegt natürlich auch viel zurück. Das war ja bei mir auch der Fall. Also lustigerweise, der Lehrer hat mich ganz schlecht bewertet mit einer 4-, gab es so Schlussnoten. von den Schülern habe ich aber eine 2+ bekommen. Ja? Mhm. Und das fand ich eigentlich wichtiger. Also dieser Lehrer, der war so furchtbar, der war so ein 100%iger Frontalunterricht ist Mist. Ja? Und wo ich im Prinzip gar nicht mehr dazu stimmen würde. Ja? Also er hat das wahrscheinlich so gelernt, ne? Mach alles in der Gruppe, aber ich habe auch bei meinen Töchtern die Grenzen von Nicht-Frontalunterricht kennengelernt, weil wenn man in der Gruppe sich was erarbeitet, aber absolut keine Ahnung von der Materie hat und der Mathelehrer überhaupt nichts erklärt, sondern einfach nur sagt, erarbeitet euch das doch in der Gruppe, dann kann das auch nicht fortschrittliche Didaktik und Pädagogik sein. Von daher sollte man immer so ein Zwischending machen und das, was ich dann Ping-Pong, also ich habe mich da natürlich nicht hingestellt und habe 45 Minuten Vortrag gehalten. Also dieses Ping-Pong-Spiel, das fand er schon furchtbar. Ja? Also das ist, da hätte ich mir was ganz anderes ausdenken müssen. Das war ja Frontalunterricht pur und von ihm habe ich ein schlechtes Zeugnis bekommen. Ja. Wäre der Beruf des Lehrers für Sie vielleicht eine Option gewesen? Jein. Also als ich studiert habe, nicht. Also auch mein bester Freund hat das auf Lehramt studiert, Germanistik. Wir haben uns in der Germanistik kennengelernt.
Und ich habe ihn jetzt auch am Anfang zumindest nicht beneidet um seinen Job. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Also das hat aber auch dann mit der Erfahrung zu tun, die ich in meinem Beruf gemacht habe, mit in der Öffentlichkeit stehen, dass eben zum Beispiel dieser Aspekt mir jetzt dann wahrscheinlich weniger ausmachen würde. Und wo ich, das darf man ja auch nicht unterschätzen, wo ich, also ich bin Solo-Selbstständiger seit 12 Jahren, wo ich meinen Freund Markus sehr, sehr beneide, ist dieses feste Gehalt. Also er weiß ganz genau, was er macht, bis er 67 ist und wo das Geld herkommt. Dann ist er auch noch irgendwie Schulbuchautor und so. Also gerade in Corona-Zeiten, wo man weiß, ob die Schule zumacht oder die Klasse in Quarantäne ist, man macht vielleicht Online-Unterricht. Aber eins ist sicher, die Kohle kommt. Das ist nicht zu unterschätzen bei einem Beruf, finde ich. Also, also auch diese, was weiß ich, wenn ich in einem Bürgeramt einen Verwaltungsangestellten sehe und weiß, also der macht seinen Job gut, dafür kriegt er regelmäßig sein Geld, aber am Ende des Tages, das ist nur beim Lehrer anders, nimmt er nicht seine Arbeit mit nach Hause, wie bei mir. Ne? Und der Lehrer macht es schon, aber das ist ja natürlich auch irgendwie der Witz am Lehrerberuf. Ja, deswegen würde ich auch nie sagen, Mensch, haben die viel Ferien. Ich weiß, dass die Hälfte der Ferien immer dann auch für Vorbereitungen und Korrekturen drauf geht. Das sind auch die Vorteile. Das sollte man dann auch bei allem, was immer gemotzt wird und der Chef, Schuldirektor ist eine Pflaume und und die Schüler, um Gottes Willen, es wird immer schlimmer und am Montagmorgen sind die so unausgeschlafen und so weiter und so fort, sollte man auch doch die Vorteile dieses Berufs sehen. Ich finde, es ist ein schöner Beruf und ich wünsche auf diesem Weg alle, ob mit oder ohne Lampenfieber, irgendwie alles Gute auf dem Weg. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Manuel Antrag, herzlichen Dank für das Gespräch, auch bei Ihnen. Bedanken wir uns fürs Zusehen. Nächsten Dienstag senden wir wieder an dieser Stelle live on tape eine Folge Schule im Gespräch. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen.